Hallöchen! Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal mein schwarzes kleines Büchlein. Das ist von einer Marke. Oh, das kann ich ja gar nicht aussprechen. Das füge ich dann am besten hinein bei der Überschrift. Das Buch hat 400 Seiten, ganz dünne Seiten. Ich habe eine, also praktisch links und rechts, die Seiten schon gestaltet. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Und dieses Büchlein ist für mich gedacht. Hier kommen vielleicht meine Ideen rein, meine Termine und so weiter und so fort. Falls ich irgendwas hinschreibe an den Terminen, das werde ich zudecken, das geht euch nichts an. Ich zeige euch nur, wie ich das Büchlein gestalte. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich schon mal gemacht habe für die Woche. Tada! Richtig schön Steampunk, nicht Steampunk, aber wie heißt es? Ich weiß es nicht, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall, ihr könnt es selber erkennen, wie ich das gestaltet habe. So, tada. Also September steht da drauf. Und hier geht's weiter. So, und hier steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag und Sonntag. Da wird wahrscheinlich Wochenendausflug sein oder sonstiges. Und für mich reicht es vollkommen dieser kleine Platz, weil ich eigentlich, wenn ich das Buch für mich gestalte, werde ich nicht so viele Termine haben. Und falls ich einen mega großen Termin habe, wo ich so viele Sachen unternehme, werde ich dann das anders gestalten. So, ich erkläre euch jetzt nur ganz kurz. Ich habe alte Buchseiten genommen, ich habe eine Spitze genommen, ich habe ein transparentes Papier genommen, ich habe Stempel genommen, ich habe Sticker genommen, ich habe einen alten Kalender genommen, ich habe ja andere Sticker genommen, ich habe Actionpapier genommen, ich habe so kleine Karten, hier ist eine Karte davon, habe ich genommen, ich habe Standteile genommen, ich habe Schimmernähe, wie heißt das, die komische Farbe? Moment, zeige ich euch gleich mal, wenn ich sie da habe, hier mit diesem Stempelkissen, Farbkasten habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, falls ich den Namen finde, schreibe ich euch in die Infobox rein, dann müsst ihr es aufklappen und dann schauen. Falls ich die Links noch habe, werde ich euch die natürlich auch mit verlinken. Was habe ich eigentlich noch genommen? Ich habe da noch so eine eine Weiß-Iridit-Farbe Metall genommen. Das ist das hier. Habe ich jetzt noch drauf geklatscht, weil ich es richtig schön glitzermäßig mag. Passt zwar jetzt nicht so dazu, aber mir sollte es gefallen. Was habe ich noch genommen? Ich habe mit Tombow-Stiften ausgemalt. Hier bei diesem Blatt kann man es sehen. Da habe ich ein bisschen koloriert mit Gelb und Grün. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Falls du so lieb bist, kannst du mir gerne auch einen lieben Kommentar hinterlassen. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du jetzt machen. Also mich abonnieren. Ich habe noch eine Gruppe für Bullet Journal gegründet. Falls ihr Lust habt, reinzuschauen, verlinke ich euch auch in die Infobox. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem weiteren Video. Also wie gesagt, dieses Büchlein gehört jetzt mir. Und eigentlich wollte ich kein schwarzes haben, aber besser schwarz als bunt, weil dann sieht man nicht diese Fingerabdrücke drauf.
Okay, also bleibt dran. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Wünsche euch ganz viel Spaß. Vielleicht findet ihr in meinem Video neue Ideen. Und wie gesagt, wir sehen uns dann ein anderes Mal. Macht es gut und dranbleiben. Tschüssi!